Australien, der älteste Kontinent der Erde. Seit Jahrmillionen isoliert, ist seine Tierwelt einzigartig. Die Menschen, die hier leben, wissen längst, mit extremen Dürren und Überschwemmungen umzugehen. Und sie haben weite Teile ihres Kontinents unter Schutz gestellt. Grasland, Wüste oder schroffe Berge. Die Wildnis hat viele Gesichter in Australiens Nationalparks. Die Gewässer vor der Westküste Australiens. Wie auf ein geheimes Signal hin tauchen hier plötzlich Walhaie auf. Die größten Fische der Meere. Sie bleiben ein paar Wochen, bevor sie wieder spurlos in den Weiten des Ozeans verschwinden. Ein Rätsel. Der Meeresbiologe Mark Meakin kommt seit 10 Jahren an diese Küste. In einem ehemaligen Schafstall, unweit der Ortschaft Coral Bay, hat er sich eine Forschungsstation eingerichtet. Ich erforsche die Walhaie seit 2001. Sie tauchen jedes Jahr zwischen März und Juni am Ningaloo-Riff auf. Wir wissen nicht genau, weshalb. Und wir wissen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Darauf wollen wir eine Antwort finden. Eine Vollmondnacht Ende März. Am Riff geben unzählige Korallenpolypen ihre Samen und Eizellen ins Wasser ab. Die Korallen liefern mit ihrem Laich vielen Meeresbewohnern gehaltvolle Nahrung. Und sie sind die Erbauer des Riffs. Wenn Korallen sich auf Felsen festsetzen, beginnen sie, ein Kalkskelett zu bilden. Aus diesen winzigen Kalkpartikeln besteht auch das mehr als 250 Kilometer lange Ningaloo Riff, das Herzstück des Ningaloo Marine Park im Bundesstaat Western Australia. In Küstennähe ist der Indische Ozean hier überraschend flach. Erst weiter draußen beginnt die Tiefsee, das Reich der Riesenfische. Von dort kommen die Walhaie. Sie wagen sich ganz nah ans Ufer, weil der Tisch am Ningaloo Riff wieder reich gedeckt ist. Trotz des seichten Wassers lassen sich die gepunkteten Riesen vom Boot aus nur schwer entdecken. Ein Flugzeug muss her. Hey, g'day, Rollo. Mark Meakin von der Ningaloo Station hier. Wir haben einen super Tag. Kannst du die Maschine startklar machen? Ausgezeichnet, bist du über Ningaloo Station, so um 11 Uhr rum. Fantastisch, bis später. Cool, mate, fantastic. See you then, ciao. Mark Meakin ist Professor für Meeresbiologie an der Universität Perth. In den vergangenen Jahren hat er ein großes Team zusammengestellt, um dem Rätsel der Walhaie auf die Spur zu kommen. Viele Teammitglieder sind hochmotivierte Studenten. Für sie, wie für Meakin, sind die Walhaie längst zu einem zentralen Bestandteil ihres Lebens geworden. Während der Walhai-Saison von März bis Juni fährt die Crew jeden Tag zum Riff hinaus. Das Team will Informationen über die Riesen sammeln, die zwar zu den Haien zählen, sich aber von Plankton, Krebsen und kleinen Fischen ernähren. Mit an Bord sind 3D-Kameras und eigens entwickelte Sonden. Das ist unser 3D-Kamerasystem. In jedem der beiden Gehäuse steckt eine digitale Videokamera, deren Einzelbilder wir anschließend zu einem 3D-Bild zusammenfügen können. Dank dieser Bilder stellen wir die exakten Körpermaße der Walhaie fest. Das ist großartig. Wenn wir einen Walhai Jahr für Jahr von neuem vermessen, erfahren wir, wie schnell diese Tiere wachsen. Im vergangenen Jahr befestigte das Team zudem kleine Kamerasonden an einigen Walhaien. Per Funk könnten sie sich in dieser Saison wieder orten lassen. Wir müssen wohl weiter raus. Heute wurde zwar noch kein einziger Walhai gesichtet, doch zumindest empfängt die Crew das Signal einer Sonde.
Oh ja. Das ist klasse. Wirklich stark. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Bislang sind weder Laichplätze noch Wanderungsbewegungen der friedlichen Riesenfische bekannt. Das will Mark Meekin mit seinen Sonden zumindest teilweise ändern. Im Idealfall war diese Sonde ein paar Monate mit dem Hai unterwegs. Dass die Crew sie in den Weiten des Indischen Ozeans wiedergefunden hat, ist ein echter Glücksfall. Ihre Informationen werden später an Land ausgewertet. Dies ist ein Kamerasystem für den Walhai. Doch es ist noch viel mehr als das. Hier drin wird die Position des Tieres erfasst. Die Sonde erkennt in drei Dimensionen, wie sich der Walhai bewegt. Und nicht nur das. Sie sammelt Angaben zu Temperatur, Tiefe, Salzgehalt und einer Vielzahl anderer Variablen. Das Gerät zeichnet also nicht nur Bewegungen auf und schaut für uns in die Tiefe, sondern erzählt uns auch, warum der Walhai etwas tut. Das Beobachtungsflugzeug meldet inzwischen einen ersten Walhai. Nur 200 Meter vom Boot entfernt. Der Moment, auf den alle gewartet haben. Mark, we got a whale shark. 200 meters, 10 o'clock. Have you got it in sight still, Terry? Yeah, it's still there on the surface at 8 o'clock. Still at 10 meters. Terry, can you run us up on it? It's around at our 8 o'clock. Go, go, go. Swing straight at Kimbo. Doch noch bevor sich die Wissenschaftler ihm nähern können, ist der Walhai verschwunden. Mithilfe des Flugzeugs werden die Forscher versuchen, ihm auf der Spur zu bleiben. Das war ein Walhai, aber wir sind nicht rangekommen, er ist abgetaucht. Das Flugzeug hat ihn da drüben. Alle müssen ganz schnell wieder an Bord. Mit Boot und Flugzeug folgt die Crew dem Walhai, der Richtung Süden schwimmt. Bis zur Haifischbucht am Südende des Ningaloo Riffs wird er wohl kaum kommen. Denn dort gibt es keine Korallen, also auch keinen nahrhaften Laich. Die Haifischbucht gehört zur Halbinsel Shark Bay und ist UNESCO-Weltnaturerbe. Das Besondere hier ist der Zaun, der sie vom Rest des Kontinents trennt. Er schützt die seltenen einheimischen Beuteltiere im François-Perron-Nationalpark vor eingeschleppten Räubern, wie etwa Füchsen und Katzen. Kernstück des Parks ist Project Eden, eine Aufzuchtstation für die letzten ihrer Art. Zuerst machten den australischen Tieren die aus Europa eingeschleppten Kaninchen die Nahrung streitig. Als dann Katzen und Füchse importiert wurden, um die Kaninchen zu dezimieren, hatten sie nicht nur Nahrungskonkurrenten, sondern auch zwei gefährliche Feinde. Die Wildtierbiologin Nicole Godfrey möchte vor allem die Bestände der Hasenkängurus sichern. Doch leider schafft sie das nur in Gefangenschaft. Wir haben versucht, sie innerhalb der Absperrung wieder anzusiedeln, aber sie sind sehr empfindlich. Die Auswilderung scheiterte. Nicoles Schützlinge sind die letzten überlebenden Vertreter uralter Beuteltierarten, die Australien seit Jahrmillionen besiedeln. Bis zur Ankunft der Europäer waren sie fast im ganzen Westen des Kontinents verbreitet. Die Tiere vermehrten sich erfolgreich, als wir sie wieder aussetzten. Auch die Vegetation hatte sich so weit erholt, dass sie Schutz bot. Aber leider sind sie leichte Beute. Sie sind nicht nur niedlich und kuschelig, sondern auch ziemlich klein. Und im Prinzip schauen sie einem Fuchs oder einer Katze ahnungslos entgegen und erkennen die Gefahr nicht. Im Nationalpark fehlen die eingeschleppten europäischen Raubtiere. Langfristig könnte er also durchaus zur neuen Heimat der Hasenkängurus werden.
Kein einziger Baum wächst auf der abgezäunten Halbinsel, die nach dem französischen Entdecker und Zoologen François Perron benannt ist. Ganz im Norden, am Kap Perron, lassen sich die vermutlich farbenprächtigsten Sonnenuntergänge Australiens erleben. Das unwegsame Terrain ist auch zum Rückzugsgebiet eines der seltensten Beuteltiere geworden. Filmaufnahmen der nachtaktiven Bilbies sind äußerst schwierig und mit enormem Aufwand verbunden. Auch der Vermehrung der Bilbies widmet sich die Aufzuchtstation im François Perron Nationalpark. Kurz nach Sonnenaufgang beginnt dort der Arbeitstag. Reptilien wie dieser Blauzungenskink sind dann noch ganz steif von der Kühle der Nacht. Nicole Godfreys Besucher fragen so oft, wie Bilbies aussehen, dass sie eins ihrer Lieblingstiere meistens dabei hat. Ich bin fast so etwas wie ein Bilby-Zuhälter. Wirklich. Lilly ist unser Vorzeigetier. Sie ist für die Kinder da, bei Vorträgen oder Schulbesuchen. Sie wird rausgeholt, um zu zeigen, wie ein Bilby aussieht. Das tägliche Reinigen der Gehege erfordert selbst in der kühleren Jahreszeit Disziplin. Denn auch dann klettert die Temperatur tagsüber nicht selten auf mehr als 30 Grad. Der Sand enthält Anteile von Eisenoxid. Seine rote Farbe ist Rost. Nährstoffe gibt es in diesem Boden kaum. Mit täglich 9 Stunden Sonne im Jahresdurchschnitt, dafür aber gerade mal 18 cm Regen, stellt das Klima größte Anforderungen an die Vegetation. Nur wüstenharte Pflanzen wie die Akazie halten diesem Stress stand. Ein Winterabend in Shark Bay. Eines der empfindlichen Hasenkängurus soll trächtig sein. Nicoles Helferin Laura stellt Fallen auf. Bei ihr gehen die Tiere sofort freiwillig in die Käfige. Sie scheinen ihre Geduld und Ruhe zu mögen, die zu dem Leben hier passt. Vor ein paar Jahren wollte Laura nach Perth wegziehen. Bis in die Hauptstadt von Westaustralien sind es mit dem Auto 10 Stunden. Doch dort war ihr zu viel los. Nach einem Monat kam sie wieder zurück. Seitdem ist sie bei ihren Tieren. Das ist Monty, die mit der Hand aufgezogen wurde. Wir behalten sie eine Weile hier, weil sie so ein gutes Zuchttier ist. Jetzt geht sie rein. Die Dämmerung gehört den Mücken, den einzigen einheimischen Tieren, von denen es reichlich gibt. In der Einsamkeit Westaustraliens ist der südliche Sternenhimmel klar. Kein Licht und kein Smog aus den Städten verschmutzt die Luft. Perron war über 100 Jahre lang eine Schaffarm. Die ganze Halbinsel gehörte zu ihrem Weidegebiet, bis 1990 der Nationalpark eingerichtet wurde. Auf der Farm lebte eine der hart arbeitenden Siedlerfamilien, die mit dem Traum vom großen Geld in den Westen des riesigen Kontinents gekommen waren. Arthur Pepper ist der letzte Spross dieser Familie. Seine Mutter war eine Aborigine aus Shark Bay. Pep, wie ihn hier alle nennen, kommt jeden Tag in den alten Schafstall, in dem er fast sein gesamtes Leben verbrachte. Hier brachten wir die Schafe zum Scheren rein, in diese kleinen Gatter am Ferche. Die Schafscherer ließen sie nur in diese Richtung laufen.
Sechs Jahre habe ich das selbst gemacht. Wir schafften bestimmt 700, 800 Tiere pro Tag. Es war ziemlich hart früher in diesen Schafscherer-Schuppen. Aber mir hat es immer gut gefallen und ich war jedes Jahr wieder dabei. Ich war einfach gern hier. Ich ging mit den Jungs fischen und lauter solche Sachen. Zweimal im Jahr war Schafschuhe das große Ereignis. Diese kleine Maschine macht genau dasselbe wie ein Haarschneider. Nur, dass sie hier draufgesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten, aber das ist der Typ, mit dem wir gewöhnlich die Schafe geschoren haben. Hier scherten wir und wenn das Schaf fertig war, dann kam es in diesen kleinen Ferch dort. Ein guter Tagesdurchschnitt beim Scheren waren so um die 40 bis 50 Tiere. Und manche Männer schafften sogar 200 am Tag. In 3 bis 4 Wochen hatten wir dann alle 15.000 bis 20.000 Schafe durch. Pep wohnt schon lange nicht mehr hier. Die Farm ist verlassen. Nach und nach wird sie zum Museum, das an die europäischen Pioniere erinnern soll. Die ersten Siedler, die nach Shark Bay kamen, müssen sich gefragt haben, woraus sie ihre Häuser bauen könnten. Bis sie den Muschelstrand entdeckten. Dort fanden sie steinharte, jahrtausendealte Muschelbrocken. Einige Häuser in Denham, dem einzigen Ort weit und breit, sind heute noch aus den Muschelsteinen erbaut. Auch Pep lebt in Denham. Ich habe dir Fisch mitgebracht. Oh, danke, gut. Ein bisschen von allem. Schnapper, Meerbarbe. In seiner Nachbarschaft respektiert man Pep und bewundert seine Fähigkeit, mit fast 80 Jahren ohne Frau und Kinder alleine ein geordnetes Leben zu führen. Pep selbst erinnert sich gerne an die gute alte Zeit, als Freundschaft noch als das Wichtigste galt und man zum Überleben in Westaustralien noch Instinkt und Talent benötigte, um für sich selbst zu sorgen. Er bekommt eine sehr gute Rente, doch Luxus und Bequemlichkeit sind ihm egal. Was wirklich zählt, sind die Erinnerungen an seine glückliche Kindheit. Ja, das ist mein alter Herr, ein legendärer Bushman. Hier die Familie, Mutter, Vater und alle Kinder, Schwestern und ihre Ehemänner. In diesem kleinen Haus lebten wir als Kinder. Es ist ein bisschen primitiv, aber es war uns allen ein gutes Zuhause. Wir hatten alle eine herzliche Beziehung zueinander. Wir Kinder lebten gern zusammen. Mutter und Vater waren sehr liebevoll zu uns. Wir lebten unter sehr schwierigen Bedingungen in dem Haus, aber wir waren viele Jahre glücklich dort. Mit einigen Shetland-Ponys, einem Hund und einem Hausschaf und einer Ziege. Ziegen und Schafe sind heute nicht mehr erwünscht. Seit Shark Bay Nationalpark geworden ist, stören die fremden Tiere und Pflanzen. Zweimal im Jahr werden deshalb Giftköder ausgebracht, die nur von Raubtieren wie den unliebsamen Füchsen und verwilderten Katzen gefressen werden. Die Aktion ist groß angelegt, teuer, aber auch effizient. Eingesetzt werden dafür ein extra umgebautes Flugzeug und jede Menge vergifteter Köder. Sie sehen aus wie luftgetrocknete Salami, enthalten aber das Gift 1080. Der Giftstoff, der in Shark Bay vom Himmel fällt, ist Natriumfluoracetat, das auch in vielen australischen Pflanzen vorkommt.
Für eingeschleppte Tiere ist bereits die kleinste Dosis tödlich. Nördlich von Denham mit seiner selten benutzten Flugpiste liegt das kaum zugängliche Buschland des Nationalparks. Erst aus der Luft zeigt sich die Schönheit der großen Lagune. Ihre fast völlig vom Ozean getrennten Salzseen sind ein Paradies. Die Giftwürstchen schaden den einheimischen Tieren nicht, weil sie 1080 mit speziellen Enzymen unschädlich machen können, über die Fuchs und Katze nicht verfügen. Trotzdem leben im Park noch immer eingeschleppte Räuber, die sich auf die langsamen, ahnungslosen Beuteltiere stürzen. Ohne die Aufzuchtstation wären die Bilbies und Hasenkängurus, die Nicole Godfrey betreut, schon längst ausgerottet. Beide Hasenkänguru-Weibchen sind in die Fallen gegangen. Eines soll erfreulicherweise trächtig sein. In freier Wildbahn leben diese Tiere nur noch in Shark Bay, auf winzigen, einsamen Inseln im Norden des François-Perron-Nationalparks. Nachkommen sind also dringend erwünscht. Nicole ist gespannt. Das Weibchen verhält sich schon seit einiger Zeit so, als wäre es trächtig. Und tatsächlich. Im Beutel der Mutter ist ein nacktes, blindes Embryo. Ein bisschen Medizin? Dann siehst du wieder aus wie ein Supermodel. Das Mittel trägt man im Nacken auf. Eigentlich ist es für Welpen und junge Kätzchen gedacht. Unsere Ergebnisse sind bei den jungen Kängurus wirklich sehr gut. Wir haben 9 Hasenkängurupaare und zu diesen 9 noch ein paar weibliche Einzeltiere dazu. Und von all diesen Weibchen haben nur 2 im Moment keine Jungen. Ich bin ziemlich glücklich darüber. Zusammen mit Laura kümmert sich Nicole nun um die Bilbies. Für die nachtaktiven Tiere ist jetzt bald Schlafenszeit. Auch sie mögen es kuschelig und lassen sich nach ein bisschen Herumtollen bereitwillig zu ihrem Tagesschlafplatz bringen. Durch die Enge in der Gefangenschaft kommt es ab und an zu Infektionen. Dann müssen Nicole und Laura eingreifen. In freier Wildbahn würden die Tiere heilende Pflanzen fressen. Hier gibt es zum Glück die Apothekerin Nicole. Leider hat er eine neue Infektion, obwohl wir ihn schon behandelt haben. Wenn die Pfote eines Bilby verletzt ist, kann die Heilung sehr lange dauern. Aber jetzt geht es erstmal ins Bett, bis die nächste Schulklasse kommt und Bilbies bestaunen möchte. Shark Bay wird von 2 langgezogenen Halbinseln umrahmt, die sogar vom All aus zu sehen sind. Dazwischen erstrecken sich seichte und warme Gewässer, die in atemberaubenden Farben leuchten. Sie sind der Lebensraum der seltenen Dugongs. In Shark Bay lebt die größte zusammenhängende Population der Erde. Grüne Meeresschildkröten bevölkern die Gewässer das ganze Jahr über und für die Mantarochen sind sie ein beliebter Laichplatz. Als vor 100 Jahren die Fischer von Denham ihre Netze immer an einem bestimmten Strandabschnitt reinigten, lernte eine Gruppe von Delfinen schnell, dass sie damit eine zuverlässige Futterquelle lieferten. Heute ist Monkey Maya weltbekannt. Und die Nachkommen der strandnahen Delfine sind eine Touristenattraktion. Abseits vom Trubel startet Janet Mann ihr Boot. Sie und ihre Crew sind Delfinforscher. Die Meeressäuger, die regelmäßig vor Monkey Maya auftauchen, sind ihre Studienobjekte. In diesem Jahr erforschen sie Delfine, die eine besondere Jagdmethode für sich gefunden haben. Heute wollen wir die sogenannten Spongers auftreiben.
Das sind Delfine, die ein Werkzeug nutzen. Sie tragen nämlich Korbschwämme auf ihrer Schnauze und jagen damit am Meeresboden. Wir interessieren uns sehr für sie, da sie die einzigen Delfine der Welt sind, die Werkzeuge nutzen. Die US-Amerikanerin kommt seit 25 Jahren jeden Winter nach Monkey Mia. Sie kennt fast jeden Delfin. Das ist Kia. Kia dreht gerade ein wenig durch. Sie hat letztes Jahr ihr Baby verloren. Jetzt ist sie wieder trächtig. Wir haben keine richtige Beziehung zu den Delfinen. Wir wissen viel über sie, aber wir nehmen ja nicht an ihrem Leben teil und sie nicht an unserem. Wir interessieren uns für sie, weil sie besondere Tiere sind, die lustige Dinge tun. Zum ersten Mal studierte 1982 ein amerikanischer Wissenschaftler die Delfine von Monkey Mia. Seitdem arbeitet eine begeisterte Gruppe junger Forscher dort, wo andere Leute Urlaub machen. Wie Menschen oder Primaten wachsen Delfine sehr langsam heran. Erstaunlich ist die enorme Größe ihres Gehirns. Ein Grund dafür könnte das hochkomplexe Sozialverhalten der Meeressäuger sein, das Janet und ihr Team interessiert. Ein Wohnwagen mit Vorbau auf dem nächsten Campingplatz ist ihr Forschungszentrum. Janet Mann ist Doktor der Psychologie und Meeresbiologin. Kaum jemand hat mehr über große Tümmler veröffentlicht als sie. Als ich mit meiner Arbeit an den Delfinen begann, wollte ich einfach nur mehr über ihr Leben wissen. Inzwischen weiß ich viel darüber, trotzdem muss ich noch eine Menge lernen. Ich kann für den Rest meines Lebens Delfine erforschen und werde doch nie in das Gehirn eines Delfins schauen können. Und ich kann auch nicht so tun, als ob. Ich habe viel Respekt vor ihnen, aber ich respektiere sowieso alle wildlebenden Tiere. Ich fühle mich einfach privilegiert, dass sie mir einen Einblick in ihr Dasein geben. Abends im Wohnwagen. Zwiebelschäler Eric Patterson schreibt gerade seine Dissertation über die Delfine von Monkey Mia. Der Rest des Teams wartet aufs Essen. Beim Kochen werden Anekdoten erzählt. Zum Beispiel Janets erste Begegnung mit einem Blowy, dem hochgiftigen Kugelfisch. Mein erster Kugelfisch tauchte direkt hinter einem 14-jährigen Mädchen auf. Ich legte gerade mit dem Boot an und rief nur, raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser. Und das Mädchen stand nur da und wusste nicht, was los ist. Sie sah mich an und ich sagte, du, sofort raus aus dem Wasser. Sie sprang aus dem Wasser und der Kugelfisch wollte offenbar hinter ihr her und landete auf dem Sand und wand sich und machte so mit seinem Maul. Ihr Vater kam rübergerannt. Ich habe das Boot festgemacht, das Paddel genommen und den Fisch damit ins Wasser zurückverfrachtet. Und er hat mich angeschrien, warum haben Sie ihn nicht getötet? Aber eine Meeresbiologin bringt eben keinen Fisch um. Sonne, Strand und Delfine. Monkey Mia ist ein perfektes Urlaubsziel. Dass hier einige Menschen Forschungen betreiben, die internationale Beachtung finden, bemerkt kaum jemand. In den vergangenen Jahren wurden bei den hiesigen Delfinen zwei weltweit einmalige Jagdmethoden beobachtet. Die eine Gruppe treibt ihre Beute an den Strand, bis die Gejagten auf dem Trockenen liegen. Die andere nutzt einen Schwamm, um Beutetiere vom Grund aufzuscheuchen. Dieser wissenschaftlichen Sensation will sich Janets Team heute wieder widmen. Eric entdeckt als erster einen der Delfine, die mit Schwämmen jagen. Es sind seltene Aufnahmen der schwammtauchenden Delfine. Nur wenige Tiere beherrschen diese Technik.
Sie ist hinter dir. Das Phänomen wurde zwar schon in den 80er Jahren beobachtet, jedoch nicht weiter untersucht. Dann gab Janet Mann Eric das Thema als Doktorarbeit. Wir haben 7 männliche und ungefähr 48 weibliche Spongers. Diese Weibchen sind faszinierend, denn die meisten ihrer männlichen Nachkommen werden keine Spongers, aber nahezu alle weiblichen. Das Verhalten scheint also in vertikaler und vorrangig in weiblicher Linie vererbt zu werden, also von der Mutter zur Tochter zur Enkelin. Eric und seine Freundin Kate wollen den Meeresboden absuchen, an dem die schwammjagenden Delfine ihre Beute finden. Da das Wasser nur 10 Meter tief ist, reicht ein Kompressor, der die beiden unten mit Atemluft versorgt. Das spart Geld und auch die zeitraubende Dekompression entfällt. Kate hat ein bisschen Angst, denn unter ihnen verläuft ein Kanal, durch den der Gezeitenstrom mit druckvollen 5 Metern pro Sekunde fließt. Eric beruhigt sie. Er wird nur so stark, weil wir ankern, aber wir driften beim Tauchen mit, das ist dann nicht mehr so schlimm. Ganz wichtig ist, dass keine Delfine in der Nähe sind. Die Forscher wollen sie auf keinen Fall in ihrem Lebensraum stören und ihr Verhalten beeinflussen. Wir tauchen immer nur, wenn wir Bodenproben nehmen oder ihre Umwelt erkunden. Aber jetzt sind die Delfine gerade nicht hier. Sie kommen manchmal und beobachten uns, aber wir sehen sie dann nicht. Sie wissen, wann wir hier sind, aber wir haben keine Ahnung, dass sie da sind, wenn wir tauchen. Während Janet regelmäßig die abnehmende Strömung misst, lassen sich Eric und Kate am Grund vom Ebbstrom treiben. Dabei imitieren sie die Schnauze eines Tümmlers, der mit einem schützenden Schwamm im Maul den losen Sandboden aufwühlt. Nähert sich ein Delfin, verstecken sich kleine Fische oft im Boden. Mit dem Schwamm werden sie aufgeschreckt, fliehen und der Delfin schnappt seine Beute. Eric hat eine Kamera dabei. Als Teil seiner Doktorarbeit dreht er auch einen Film. Gegen Ende des Tauchgangs sammelt er noch Bodenproben, um den Lebensraum der Beutefische kennenzulernen. Der Atemluftkompressor ist die ganze Zeit auf einem Floß mitgetrieben und zeigt Janet, wo sich ihr Team befindet. Erics Interesse gilt vor allem der Verhaltensevolution. Macht das Jagen mit dem Schwamm Schule? Übernehmen andere Tiere dieses Verhalten? Oder gibt es sogar Gruppen, die sich daraufhin möglicherweise von den übrigen abspalten? Fragen wie diese könnten zu einer völlig neuen Theorie der Artenbildung führen. Die Nutzung von Werkzeugen ist einfach eine andere Art, sich zu versorgen. Dies ist der einzige gut dokumentierte Fall in freier Wildbahn, bei dem Delfine Werkzeuge benutzen. Sie haben ja sehr große Gehirne, da wäre das also fast schon zu erwarten, gerade wenn man sie mit den Primaten vergleicht, die die anderen wichtigen Werkzeugnutzer sind. Für Eric ist auch der Boden interessant, auf dem die Delfine ihre Schwämme einsetzen. Was auf den ersten Blick wie schlichter Sand erscheint, verrät dem jungen Wissenschaftler, wie Delfine überhaupt Nahrung finden. Wenn man sich die Sedimente aus dem Gezeitenkanal ansieht, sind sie eher grobkörnig, mit jeder Menge Muscheln und Steinen. Da haben es die Delfine schwer, mit Hilfe der Echoortung Fische zu suchen. Die Sedimente von den Stellen, an denen keine Spongers nach Futter suchen, sind eher feinkörnig und wirken wie Schlamm oder Lehm. Wenn Delfine dort ihre Schnauze reinstecken, verletzen sie sich nicht und sie können die Echoortung nutzen. Seit Urzeiten weht der Wind den rostroten Staub in Richtung Bucht. Shark Bay zeigt deshalb die unglaublichsten Farbenspiele. Auf dem Boden der flachen Salzgewässer wachsen noch heute Nachfahren jener Bakterienkolonien, die den ersten Sauerstoff der Erde produzierten.
Die roten Wasserflächen dienen der Salzgewinnung für die Einwohner von Denham. Auf der unbewohnten Dirk-Hartog-Insel, westlich vor der François-Perron-Halbinsel, brechen sich die Wellen des Indischen Ozeans an Cliffs aus hartem Kalkstein. Hier endet der Festlandsockel nicht allzu weit von der Küste ganz abrupt. Und das Meer erreicht die Tiefen, die den größten Fischen der Welt als Lebensraum dienen. Kein Wunder also, dass die Walhaie, wenn der Korallenlaich als Nahrung lockt, so nah ans Ufer kommen. Die sanften Riesen werden mehr als 12 Meter lang und sind für den Menschen völlig harmlos. Das Team um den Meeresbiologen Mark Meakin ist einem Walhai auf der Spur. Es gelingt den Forschern, an das Tier heranzukommen. Der erste Schnorchler umrundet den Fisch, um ihn zu stoppen. Dann werden möglichst viele Daten gesammelt. Manchmal gelingt es dann noch, die Sonde mit der Minikamera in der dicken, unempfindlichen Fettschicht der Rückenflosse festzuhacken. Aber eben nur manchmal. Trotz solcher kleinen Misserfolge kommt Mark seit 10 Jahren immer wieder hierher. Mit einem Ortungssystem können die Forscher die schon untersuchten Walhaie hören. Die Sonde an der Rückenflosse sendet ein regelmäßiges Signal aus. Oft taucht am Ende aber auch nur die Sonde wieder auf, die sich gelöst hat. Eine Sonde, die auf dem offenen Meer entdeckt worden ist, hat die Crew mittlerweile ausgewertet. Diesmal ist die Ausbeute ein voller Erfolg. Neben vielen Daten hat die Minikamera auch ein Video aufgenommen, das überraschende Bilder zeigt. Oh, they're going then. Bye, bye, bayfish. So. Wir sehen hier, wie Makrelen um den Körper des Walhais jagen, der diesen Rummel wohl nicht besonders mag. Vor allem die Schläge gegen seine Haut. Er bewegt sich auf die Oberfläche zu. Hier erkennt man die Sonne. Er schwimmt direkt hinauf zur Oberfläche. Jetzt hält er an und lässt sich rückwärts hinuntersinken. Die Kamera wird wieder mitgezogen. Die Fische sind jetzt viel weniger zahlreich als zu Beginn. Der Walhai entspannt sich und nimmt seine normale Position wieder ein. Und die Makrelen kommen zurück. Am nächsten Morgen hat Mark Meakin Glück. Auch heute kann er sich vom Boot aus einem Walhai nähern. Die weißen Flecken unterscheiden sich bei jedem Exemplar und kennzeichnen die Individuen. Dieser Riese verhält sich so ruhig, dass Mark die kleinen Krebse zu ertasten versucht, die sich am Maul der Fische festsetzen. Den Walhai stören die Berührungen nicht. Es ist verboten, sich den Walhaien mit Sauerstoffflaschen zu nähern. Mark muss zum Luftholen auftauchen. Auch nach 10 Jahren begeistern die sanften Giganten den Meeresbiologen. Das war toll. Nicht nur, weil ich tatsächlich einen Krebs ergattert habe, sondern auch wegen der Reaktion des Walhais. Ich zupfte den Ruderfußkrebs ab und rieb, warum auch immer, über die Lippen des Walhais. Und er schloss sie. Ich machte weiter und der Walhai drehte sich in eine vertikale Position und hielt still. So was habe ich noch nie gesehen. Verblüffend. Dabei hat dieser Walhai vielleicht noch nie einen Menschen gesehen. Er wusste noch nicht mal, dass wir existieren. Die Crew ist wieder an Bord. Der Kapitän steuert in tiefere Gewässer. Mark ist noch ganz außer sich, dass er ein paar der Ruderfußkrebse mit an Bord bringen konnte.
Ruderfußkrebse sind Parasiten. Sie ernähren sich von der Haut des Walhais. Wir interessieren uns für die Genetik der Krebse. Wenn wir uns das Genmaterial seiner Parasiten anschauen, können wir vielleicht nachvollziehen, woher der Walhai stammt. Denn das ist das große Geheimnis. Der Lebenszyklus der Walhaie ist vollkommen unbekannt. Wo sind ihre Laichplätze? Wo werden die Jungtiere aufgezogen? Was sind die Hauptfutterquellen dieser Fische, die ausschließlich in tropischen Gewässern leben? Um all das herauszufinden, will Mark die Haie mit Sendern versehen, die wenigstens eine Zeit lang Position und Schwimmtiefe des Fisches ins Labor funken. Noch einmal versucht er auch, die Sonde mit der Kamera in der schmerzunempfindlichen Fischhaut zu verankern. Diesmal gelingt es. Irgendwann, so hofft Mark, wird er das Geheimnis der Walhaie entschlüsseln können. Aber sein größter Wunsch ist, dass die Menschen das Meer lieben lernen. Diese Erfahrung ist fantastisch. Und ich hoffe, dass meine Arbeit dazu beiträgt, diesen Lebensraum zu erhalten. Und dass meine Kinder ihn hier noch genauso erleben können wie ich jetzt. Am alten Leuchtturm, der die Schiffe früher vor dem gefährlichen Ningaloo Riff warnte, kann man den Sender des Walhaies noch hören. Wenn alles gut geht, nimmt er ihn für ein paar Monate mit in die Weiten des Meeres. Eine Welt, in der es noch so viel Unbekanntes gibt. Die Küsten- und Unterwasserlandschaft an der Westküste Australiens ist einzigartig. Am Ningaloo Riff, in den Gewässern der Shark Bay und im leuchtend roten Staub des François Perron Nationalparks hat sich ein Stück Erdgeschichte bis heute bewahrt. Und die Menschen, die hier leben und arbeiten, wollen dafür sorgen, dass dies so bleibt.